Hallo und herzlich willkommen bei Freeqware im Video-Channel. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man beim Align Quadrocopter M424 die Mode-Umstellung macht. Das heißt, den Flugzustand von Anfänger auf den fortgeschrittenen Modus umändern kann. Nachdem wir das Modell gebunden haben, ich mache es nochmal vor von Anfang an. Das heißt, zuerst schalte ich die Fernbedienung an, stecke den Flugakku rein und warte einfach, bis sich der Quadrocopter initialisiert hat, indem man einfach sieht, dass die Blinkzeichen einfach auf Dauerlicht gehen. So, jetzt ist er für den ganz normalen Flug geeignet. Das kann ich auch mal demonstrieren, indem wir gleich dann auch mal die zweite Flugphase schalten, um den Unterschied genau zu erkennen. Ich gehe erstmal in den Schwebeflug rein und mache Roll und Nick, also beide Flugbewegungen auf Anschlag, um die Maximalwerte zu sehen. Das starte ich mal. Das sind jetzt also meine maximalen Wege, die ich fahren kann. Für die Anfänger ist das sehr interessant, um einfach sich nicht zu überschätzen. Aber auf Dauer wird es ein wenig langweilig. So, jetzt lande ich mal wieder. So, ganz einfach, das System bleibt an. Ich gehe also nur hin und nehme den Nick-Knüppel, also in dem Fall ist es Mode 2. Rechts habe ich meine Vor-Rückwärtsbewegung, Roll rechts, links. Einfach den Knüppel 5 Sekunden nach unten halten und der Quadrocopter signalisiert mir durch Blinken, wie man jetzt gut sehen kann, dass er das erkannt hat und jetzt ist schon meine Flugphase 2 aktiviert. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch. Schwebeflug und jetzt gehe ich wieder wie eben in die Vollanschläge Roll und Nick rein. So, man sieht deutlich, dass da viel mehr Bewegung drin ist. Somit könnte ich natürlich draußen, wenn ich mehr Platz habe, weitaus forscher fliegen. So, jetzt landen wir da vernünftig. Das Ganze ist in einer Endlosschleife. Das heißt, mache ich den Vorgang nochmals, 5 Sekunden warten, mit Bestätigung der Lampen, bin ich wieder im Anfängermodus drin. Und so weiter. Fortgeschritten, Anfängermodus. Das war es eigentlich schon. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Fliegen mit eurem Quadrocopter M424.